Ja, setz ihn doch irgendwie hinten drauf mit hier. Na, ich schieße jetzt hier einen Block raus an der Seite. So. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei Imperium Galactica Survival und heute wieder mit dabei der Zeno. Hallo. Ja, wir haben gedacht, wir starten halt mal mit den Motorrädern. Ich würde sagen, wir können ja mal eine kleine Runde fahren, oder? Jetzt vor allem, was wir auch umgebaut haben. Na klar. Ja. Es ging ja früher hier hinten zum Essen. Das haben wir jetzt ein bisschen umgebaut. So, hier unten lang. Ja, vorsichtig, wir haben ja noch überall Geländer dran. Und haben wir Linksverkehr oder Rechtsverkehr? Wir haben keinen Gegenverkehr. Okay. Dann geht's hier lang zu unserer neuen. Ja, zu unserer neuen Einfahrt zum Restaurant. Apropos, ich muss mir gleich noch was zu essen holen. So, kurz mal abgestiegen. Brauchst du noch was zu essen? Ich hab noch ausreichend. Okay, dann müssen wir so einen 10er Stack noch mitnehmen. So, okay. Gut, und dann unten im Hangar ist ja noch was. Ja. Okay. Aussteigen. Hier gibt es keine First-Person-Ansicht, ne? Gibt nur... Nee, du kannst aber mit der alten Taste kannst du wenigstens die Sicht frei machen, dass du dich trotzdem drehen kannst mit der Maus. Okay. Gut, ich habe mich mal ein bisschen weiter weggemacht, sonst ist es so laut hier. Ja, und hier unten im Hangar ist auch ein bisschen was passiert. Das ist natürlich die Kurvendrehung bei dem Motorrad ist immer noch kacke, ne? Wird sich auch nicht bessern, deshalb mag ich das Motorrad auch nicht sonderlich. Aber das ist mal ganz witzig, um hier rumzukurven. Also, hier unten ist jetzt eine Werkstatt, wo man sein Schiff reparieren kann, oder sein Gleiter, oder was auch immer. Wir haben hier Parkplätze und hier ein Hangartor. Das wird aber nochmal ein klein bisschen angepasst. So, und dann geht's hier weiter in den großen Hangar. Der jetzt also zu auf ist. Auf den Pfeilen hier unten haben wir übrigens Rechtsverkehr. Okay. Ja, hier ist Firebird von Blackie, das Schiff drinne. Und die anderen, wer bremst, verliert. Ja, hier ist unsere ganz normale, unsere Waffenkiste. Man kann ja sogar mit dem Moped langfahren. Das passt da durch. Ich weiß bloß nicht, ob du bei einer Kopfhöhe durchpasst. Das probieren wir gleich mal aus. Was am längsten dauert, ist das um die Kurve. Ja. Ich hänge mir irgendwie fest. Das passt durch. Ja. Tür auf. Ja. So, jetzt packen wir beide fest. Ich packe irgendwo fest. Ja, zack, zack, zack. Okay, dann können wir die Motorräder hier wieder abstellen. Das ist so Männerpower hieß. Motorräder in der Ja, das war die kurze Führung, was sich so grundsätzlich getan hat. Achso, und hier ist die Tür zu. Ich sehe, wenn wir Lichter machen hier. Hier war ja ansonsten ein Durchgang, der ist jetzt zu und wir haben hier ein Hangartor, womit man theoretisch immer noch mit dem Gleiter ranfahren kann, aber ja, von außen quasi nicht mehr begehbar ist, in dem Sinne, dass unsere Ressourcen alle geschützt sind, mehr oder weniger.
des Weiteren, diese Ressourcen hier, unser Lager, wären zu klein. Also es war ja schon immer gesagt, dass es irgendwann zu klein wird. Es ist teilweise jetzt schon zu klein. Wir werden ja demnächst quasi das Lager umbauen. Und zwar kommt das hier hinten ran. Können wir auf die komplette Breite bauen. Komplettes, breites Lager. Muss man ja sehen, oh? Da. Genau. Ja, dazu habe ich in der Fabrik mir mal ein Bohrer hergezaubert, den wir jetzt mal hier hinstellen. Okay, der sah ein bisschen größer aus. Auf dem Bild. Bohrer ist ja nicht klein. Ja, der macht schon ganz gut was weg, glaube ich. Der nimmt eine schöne Größe weg. Ja, und hast du zufällig Zellen dabei, Nini? Ja. Warte mal. Hopp. Ich habe sogar Sauerstoff dabei. Mal gucken, ob das Ding eine Sauerstoffstation hat, sonst läufst du nachher ein paar. Stellst du mal bitte auf NWO? Achso. Auf P und dann auf NWO. Okay. Ist drinne. Ja, und dann ist die Frage, wenn wir jetzt hier noch einen Passagiersitz draufbauen, geht das bei Bodenklettern, ein Passagiersitz? Ja. Weil der hat nämlich zwei Bohrer, dann könnte man... So, aufgefüllt ist er. Okay. Ich glaube, wir haben sogar einen Passagiersitz liegen, wenn Blackbird ihn noch nicht verbaut hat. Kannst du mal gucken? So. Oh, da wäre extrem laut. Dann wollen wir mal gucken, was hier passiert, wenn wir hier... Nein, wir haben keinen. Bist du geschlossenen oder einen offenen? Ach nee, die liegen ja unten. Ja, damit werden wir hier gut was wegkriegen. Weil Beton brauchen wir eh noch. Von daher... So, und wenn alles nichts hilft, dann können wir auf P drücken. Und jetzt muss ich den nur noch finden. Weapons. Ich habe hier zwei geschlossene Passagiersitze. Möchtest du geschlossen oder offen haben? Geschlossen sehen aus wie Container. Nicht sonderlich hübsch. Mann, nee, das ist Minigun-geschützt. Das ist doch kein Bohrer. Du? Nee, doch nicht. Stopp. Ich bin verwirrt. Mobiler Konzerter, Frachtcontainer, Kühlschrank. O2-Tank ist auch drin. Ja, den habe ich gefüllt. Okay. Und jetzt müssten wir irgendwo nur die... Hier, Bohrer. Minigun Geschütz. Nee, der findet die Bohrer nicht. Dann hat er keine. Achso, nee, die vorne dran sind, die kannst du nicht einzeln steuern. Die drückst du ja wie eine normale Waffe vom Schiff, einfach mit der linken Maustaste. Nee, ich dachte, die Dings sind hier dran. Das ist ein Geschütz. Da müsste theoretisch ein Bohrgeschütz drauf, zwei Stück. Dann hättest du eine extra Gruppe, die heißt Harvest. Wenn er das nicht hat, so, dann hat er die Gruppe auch nicht. Das könnte man aber umbauen, weißt du? Dass man im Prinzip zwei Bohrgeschütze ranbaut und dann könnte man, normale Geschütze. Ja. Nee, ich dachte, das wären die Bohrgeschütze. Wo hast du das her? Ist das aus dem Workshop? Das habe ich aus dem Steam, Workshop, genau. Ja, genau. Und da habe ich den gesehen und da dachte ich mir, der sieht doch ganz neckisch aus. Hier noch. Wie groß ist denn jetzt ein solcher Sitz? Nein, der passt da nicht rein. Ich schieße immer einen Block da raus. Kann ich mich hier nicht... So, kann ich mich drehen. Ist da was Wichtiges unter? Nö. Setz ihn doch irgendwie hinten drauf mit hier. Na, ich schieße jetzt hier einen Block raus an der Seite. So? Ja. Du hättest ihn auch mittig oben drauf setzen können. Und jetzt muss er bloß noch da reinpassen. Was er natürlich nicht tut. Na,
Kriegst du den zwischen die beiden Geschütze hin? Probier ich mal. Normalerweise ja. Guck mal, ob du den zwischen den Beinen. Ah, da sind überall Lampen dran. Ne, der hängt in der Luft. Der hängt in der Luft. Der ist nicht dafür ausgelegt. Ist nicht schlimm. Weil mein Blueprint ist fertig. Ich würde mir das Ding mal angucken und mal gucken, das schon mal vorbereiten. Ja. So, das kommt hier mal weg, das Geschütz. Das kommt auch weg, das Geschütz. Hast du den Passagiersitz rein zufällig da? Ja. Wo bist denn du? Ja. Hinter dir. Jetzt habe ich den ja schon wieder, ich den hier kaputt gemacht hier. So, okay. Ja, dann mach mal deinen Blueprint und dann. Ich habe mir jetzt hier hingestellt. Das ist ganz normal, das ist Standard, ne, was wir alle haben. Ich weiß bloß nicht, wie es aussieht von ihm. Ich habe mir das noch nie angeguckt. So, genau. Der muss oben hin gelb wieder rauf. Ja, man ist mit diesen Texturieren ist schon faszinierend. So. Und kann auch Zeit aufwenden. Ja, und da muss lila hin. Und dann natürlich. Mir das Ding so, wie es ist. Hier ist ja richtig Platz drin. Bin schön. So, was hast du da? Ah, was ist das? Das ist ein. Das ist ein kleines Raumschiff. Das ist ganz normal aus der Fabrik, das Tier 4. Kannst du mal auf NWO stellen? Hab ich. Ego-Perspektive und Lampe an. So. Sehr nice. Oh, das sieht aber auch gut aus. Schön Truppentransporter. Hauptgeschütze dran hat. Ich würde es aber eventuell. Na nee, das. Ah, hier hinten sind auch noch welche. Hier sind so viele Sitze drin, das ist ein halber Bus. Ja. O2-Station. Kühlschrank. Aber ich wollte sowas ähnliches bauen. Quasi, aber dass man dann 6 Sitze hat, die hintereinander sind und dann kann man hinten ja noch ein bisschen Frachtbereich machen, weißt du? Na, man könnte dieses Schiff ja von innen komplett ausräumen, alles rausschießen hier und dann nach eigenem Bedarf umbauen. Gut, können wir auch mal. Ich finde die Vorlage nämlich gar nicht schlecht hier. Ja, würde natürlich eine Menge Zeitersparnis sein. Die Türen versetzen, ich würde quasi die Sitze andersrum bauen, dass jeder Sitz auch Fensterplatz hat und dann, dass man im Prinzip 3 Stück, also 1, 2, 3 nach hinten, 1, 2, 3, die Türen kann man dann auch versetzen und dann kommt hinten hin alles Notwendige. Und vielleicht noch ein Geschütz ran, dass man das Geschütz noch... Er hat Geschütze. Er hat 2 Raketenwerfer, die normalen Raketenwerfer, da könnte ich die anderen ranbauen und er hat 2 Miniguns dran. Ne? Ja, okay. Aber hinten noch ein Handgeschütz ran, weißt du? Dass man eventuell... Das geht nicht auf einem kleinen Raumschiff. Okay. Ich müsste ja fast mal probieren, ob das Ding auch noch in meinen Hangar in den Tunnel reinpasst, aber ich glaube halt nicht. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, können wir machen. Müssen aber die Rampen, glaube ich, einfahren, sonst wird das nichts. Ich wollte. Muss mir erstmal hier 2 Bohrgeschütze holen, 2 kleine. Für den Hoover. Bohrgeschütz. 1, 2. Ah, muss ja alles herstellen. Ja, Bohrgeschütze haben wir keine. So, Minigun-Geschütze. Minigun-Geschütze kommt erstmal hier rein.
Okay, und jetzt ist der erste hier fertig. Ich habe noch Fusionszellen bei, wenn du was brauchst. Na, ich habe den gerade aufgefüllt. Willst du mit? Was? Ob ich mit will? Ich will mal gucken, ob ich das Ding in Warte, ich muss nur, will noch schnell warten, bis das Bohrgeschütz hier fertig ist. Dauert noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 1 und fertig. So, okay. So, warte mal, ich muss mich hier hinten hinsetzen. Okay. Ist da oben auch noch ein Eingang gewesen? Oben? Ne, hinten. In der Mitte sind Eingänge. Sein aus, als wenn du von oben eingestiegen bist. Na, ich bin hochgesprungen ein Stückchen, musste ich. Weil schon in der Luft war. Ich weiß nicht, ob es von hier reinpasst durch das kleine Tor. Können wir mal von außen gucken. Auf alle Fälle ist es sehr dunkel. Ich glaube, von hier passt es nicht rein. Ne, du hast oben die Radardinger drauf. Aber wenn du die Radardinger abmachen würdest, dann wäre es kein Problem. Ich glaube, die Breite reicht nicht. Nee. Ich wollte gerade sagen, ich springe mal raus, jetzt springe ich nicht mehr raus. Ist dir das so hoch? Ja. Ich habe übrigens deinen Kopfsprung gesehen, das sah aber auch, hätte man auch fast, hätte auch ein Bauchklatscher werden können, ne? Ja, weil sah gut aus, ne? Ja. Ja, das Schiff sieht eigentlich ganz cool aus, ja. Das kleine hier, ja. Mhm. Deshalb sag ich ja, das kann man ja von innen ausräumen und ein bisschen umbauen nach Bedarf. Ja, oben. Wir hätten mal vorher hier drin Licht anmachen sollen im großen Schiff. Ja. So gut, wenn wir dann mit allen Fahrzeugen durch die Gegend fahren wollen, dann fahren wir das ganz weit vor. So, ich bin jetzt draußen, warte mal. P und Licht, wo war dein Licht? Hast du Licht schon? Ah, immer noch auf T. Ist aber nicht viel Licht, was hier angeht. Ich denke, das reicht. Ah, das passt hier rein. Ja, das ist ja immer noch kleiner als das andere von Blackbird, ne? Ja. Sieht aber nett aus. Jo. Schön, schön. Und, ach, eine Rampe hat's auch hier. Guck mal an hier. Mhm. Wollen wir Lichter machen. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich mir sowas ähnliches auch mal. Nur kleiner. Ich finde das jetzt auch von der Größe gar nicht schlecht. Das ist jetzt, wenn du jetzt deine Runde machst, um die ganzen Miner einzusammeln, vielleicht mit mehreren Leuten, du kriegst ja alles rein in dieses Schiff. Ja. Ich weiß jetzt bloß noch nicht, ist das aus normalen Stahl, aber ich finde, er ist normaler Stahl. Müsste man alles aufwerten auf Gefechtsstahl. Auf gehärteten Stahl. So, ich werde mal hier noch die Bohrgeschütze anbauen. Zack. So, ist nur die Frage, wo wir die jetzt hinsetzen. Schade, dass es beim kleinen Raumschiff keine automatischen Türen gibt. Ja. Wo hänge ich denn hier fest? So. Okay, jetzt haben wir erstmal nur eins gebaut. Oh, das hängt ja in der Luft. Das ist ja auch kacke. Das sah ihm so gar nicht aus, als wenn er in der Luft hängt.
Okay, dann nochmal dann hier drüben hin. Und das andere hier hin. Lassen wir es erstmal hier. So. Jetzt sind die auch noch verrutscht. Ja, wenn man etwas bauen möchte hier, dann geht es meistens immer irgendwie schief. Das kriegst du nicht so schön ruhig gehalten wie mein Schiff. Okay, so dürfte es passen. Jetzt steht das nach hinten ein bisschen ab, das ist aber egal. Dann wollen wir mal gucken, ob wir mit den Dingen jetzt auch bohren können hier. P. Bohrgeschütz, Zugriff. Jawollo. Nach oben geht's nicht. Aber so könnte man hier mithelfen abzubohren. Ist jetzt nicht optimal gelöst, aber so, mal ein bisschen weiter weg, dass es hier nicht so laut wird. Und dann übrigens, wir müssen auch noch auf den Mond, ja? Ja, deshalb hatte ich ja dieses Schiff geholt. Aber ich muss dafür erstmal fix zumindest ein bisschen bewaffnet bauen. Ein paar vereinzelte Drohnen fliegen doch noch rum. Gestern ist mir auch eine über den Weg gelaufen. Okay, ja, das wäre nicht so gut, wenn da auf einmal dann so eine nette Drohne auftaucht. Ich brauche mal ein paar 15 mm. Haben wir die nicht hinten unten im Lager schon? Weiß ich nicht, ich habe ja gestern auch was Fälschliches gebaut. Die 150er Raketen gibt es ja einmal für die Basis, einmal fürs große Raumschiff. Ich habe natürlich die falschen gebaut, ich habe die für die Basis gebaut, fürs Schiff. Ah, okay. So viel war es dann mit meinem Schiff ausrüsten. Dadurch hat sich die eine Kiste hier etwas gefüllt. Aber 15 mm haben wir, na wunderbar. Haben wir auch Raketen? Z-Rack. Ich brauche die einfachen. Doch, die sind hier vorne. Die müssten wir auch haben. Ach, was, 15 mm reichen aus. So viel Alarm wird da nicht mehr sein auf dem Mond. Ja, der nimmt hier aber gut aus weg für einen kleinen Gleiter. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem großen Bohrdings, aber das ist schon echt hilfreich, ne? Weil du kannst, wie gesagt, mit dem großen Schiff kannst du nicht auf dem Planeten das abbauen. Es geht wirklich dann nur auf diesen Rohstoff-Asteroiden. So, hier nur gucken, warum man das hier nicht abbaut. Wie weit kann man eigentlich im Lagerhaus, wenn man das aus Stahl baut, bauen, bevor das quasi abbricht? Also genauso weit wie mit Beton. Ne? Du hast dann, wenn frei hängt ist, wenn so Blockreihe nur auf einer Seite fest ist, 12 Blöcke auf der 13. Fällt dann auch. Okay. Ja, du hattest vorhin gesagt, dass es ein neues Update geben wird in naher Zukunft, ja? Voraussichtlich im April. Also das ist jetzt angekündigt, im April die Version 6.0 bringt uns unter anderem, dass man jetzt auch auf Planeten, oder besser gesagt im Orbit, wenn man in so einem großen Raumschiff ist, die Räume sind geschlossen, also da ist wirklich kein Durchgang mehr nach außen, dann kannst du den Helm abnehmen im Schiff, wenn das mit Sauerstoff versorgt ist, das Schiff. Okay. Aber die Türen müssen natürlich geschlossen sein, ne? Die müssen geschlossen sein, also gehe ich mal von aus. Denkst du aber daran, dass da oben noch dein Geschütz drin steht?
Ja, aber der steht ja, ein bisschen weiter links. Mach uns Platz. Ja, du könntest, theoretisch könntest du jetzt dich reinsetzen mit und auch ein Bohrgeschütz steuern. Ich würde lieber schon mal das Schiff vorbereiten, dass wir dann damit zum Boden können. Ja, ich meinte nur, wenn jetzt wenn man jetzt sagt, okay, man muss hier einen Haufen wegmachen. Ja, da ist eine ganze Menge. Ich habe ja auch noch den Kleinbohrer. Ich könnte mit dem auch noch ein bisschen helfen. Das hält auch nicht. Aber der zieht hier auch ganz gut weg und man kann auch in jede Richtung steuern, wenn man irgendwann mal was ausrollen möchte, ne? Also kannst du gut nach oben steuern und gut nach unten steuern. Was natürlich interessant wäre, ist, ob der noch da unten in den Hangar reinpasst. Von der Größe her. Aber in welchem Bereich denn? In dem Hangar? Ja, im Garagenbereich. Stellplatz. Ja, das lässt sich ja relativ einfach herausfinden. Aber wahrscheinlich kommen wir mit der Höhe nicht hin und mit der Breite. Ich komme gar nicht rein ins. Ich komme gar nicht in die Garage rein. Kann passieren. Nee. Und da wir ja keinen Rohstoffmangel haben, brauche ich den gleich mal paar vernünftige Raketenwerfer. Ja, wie gesagt, den Platz, den ich jetzt hier vorbereite, der wird für unser zukünftiges Lagerhaus. Seit wann ist denn das? Ich hab gar nicht gesehen. Ach doch, doch, natürlich. Plasmakanone und Pulslaser fürs kleine Raumschiff. Der soll ja dann auch begehbar sein von dem jetzigen Lager. Da können wir dann eine Tür durchmachen später mal, ne? Mhm. Dass man da dann auch in das Lager reinkommt. Und ich hätte gerne eine Glasfront. Die sollst du kriegen. Wir können ja gehärteten Stahl, Quatsch, Panzerglas nehmen zur Not. So, jetzt hier sind gleich die Magnesium hat er. Kommt er wieder was rein? Ich muss mal ein bisschen was nachfragen. Ja, man könnte jetzt natürlich auch hier mit Bergabbau nutzen, aber wir brauchen ja den Schotter eh, um Betonblöcke herzustellen. Das kriegst du auch nicht umgestellt beim Bohrer. Das kannst du nur mit dem Handbohrer umstellen. Das kann ich, steht da irgendwo. Nee, die. Macht das was, wenn die Frachtkisten voll sind? Nee. Habe ich noch nicht probiert. Das dauert auch eine ganze Weile, bis sie voll sind. Da passt da etliches rein. Nee, ich meinte jetzt, wenn durch das Gewicht, dass sich dann der Masseschwerpunkt verlagert? Nee, eigentlich nicht, ne? Habe ich noch nicht probiert. Ich weiß nicht, ob das berechnet wird. Ist möglich, aber müsste man mal ausprobieren, mal den Schwerpunkt sich anzeigen lassen, wenn das Ding leer ist und einmal, wenn er voll ist. Ob sich da was ändert. Aber gut, ich meine, das ist bei 30 Minuten. Die nächste Folge machen wir den Flug zum Mond. Wir müssen auch noch was einsammeln. Hallo, hallo. Oh, jetzt bin ich mal kurz weg. Oh, und ja, das passt auch ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis dann. Und ciao.